Herzlich willkommen zurück. Heute mal wieder eine neue Folge. Es geht weiter mit unserem RS4 B7 Projekt bzw. dem Motortausch. Wir haben aktuell leider nicht ganz so viel Zeit für die Videos, weil wir relativ viel mit den eigenen Autos zusätzlich noch beschäftigt sind, weil es Saison losgeht. Aber heute geht's hier mal wieder weiter, ne? Ein bisschen, ne? Erzähl mal kurz, in der Zwischenzeit, Motor ist drin, Flüssigkeiten sind drauf. Läuft. Auto läuft. Vielleicht können wir nachher mal so halb anreißen, ohne Auspuff. Also die Nachbarn wissen, dass er läuft. Hat soweit alles geklappt? Ja, relativ gut. Wasserleitung? Passt alles? Das passt erstaunlicherweise sehr gut. Ist auch so dieses Spiel drin, wie ich es mir erhofft habe, dass du halt an die Zündspuren kommst. Ne? Hier seht ihr, wie ich letztes Mal angekündigt hatte, wir können das auf gar keinen Fall impoliert einbauen. Das ist gepulvert und schon sieht das Ganze deutlich seriennah wieder aus. Finde ich persönlich. Auch so generell, ne? Läuft. Andere Seite passt auch alles. Ich würde sogar sagen, hier besser als da. Hier ist es mit dem Luftfilterkasten halt, also das Wasserrohr unten, das wäre gar nicht gegangen. Das wäre zu eng geworden. Das wäre zu eng, ne? Ja, der Rest ist eigentlich alles sehr vernünftig. So, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Motor ist wieder drin, Flüssigkeiten sind drauf. Ist alles dicht? Ist alles dicht, ja. Das ist schon mal die Hauptsache. Unser Konzept mit Krümmern, Rohren und so weiter ist auch alles aufgegangen. Das passt auch alles. Jetzt kommt der letzte Step, die Ansaugung. Wir wollen ja eine Kaltluftansaugung bauen, um dem Auto ab, ich sag mal 150, denke ich mal, merkt man das dann endgültig, wenn es geht, ein bisschen Fahrtwind in den Motor reinzudrücken und so vielleicht sogar so einen kleinen Aufladungseffekt zu haben. Ne? Ganz minimal. Minimal. Soll allerdings bei dem Motor wirklich viel bringen. Also ich bin selber gespannt, was da so geht. Wir schauen mal. Nun nutzen wir die originale Luftführung und basteln uns jetzt was, dass wir von hier aus irgendwie auf einen Schlauch in den Luftfilterkasten kommen und so halt ähnlich wie bei den Mopeds einen richtigen Ramm eher hinbekommen. Das Ganze haben wir schon mal ein bisschen vorbereitet, so wie ihr eben gerade gesehen habt. Ist das Ganze jetzt im ersten Variante schon mal angepunktet und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze passt. Ne? Jo. So, wir haben uns zuvor aus ein paar Pappschablonen dieses Teil gebastelt. Das heißt, Teil Nummer 1, Teil Nummer 2. An der Stelle vielen Dank, Marius, für die Vorarbeiten. Der hat es einfach blechmäßig immer am meisten drauf. Jetzt geht es hier weiter. Dieses Teil kommt hier hinter. Kluck. So haben wir uns das Ganze gedacht. Jo. Wenn ihr jetzt hier von vorne reinguckt, das wird natürlich alles noch geschweißt etc. Ist unser Plan. Wir machen jetzt aus einer Pappe noch schnell hier ein, ich sag mal, Verschlussdeckel, dass das Ganze hier auch noch zu ist. Und dann soll die Luft hier reinströmen, da rausströmen und dann geht es weiter in den Unterteil vom Luftfilterkasten. An der Stelle haben wir uns überlegt, hier sitzt original diese Klappe drin. Ich glaube, ab 50 km/h oder so geht diese Klappe auf, dass das Auto ein bisschen mehr Ansauggeräusch hat. Eigentlich der perfekte Schnorchel, um hier mit dem Schlauch drauf zu gehen. Wir kleben hier später von mir einfach nur noch so einen Ringstutzen drauf, dass wir hier perfekt den gleichen Durchmesser wie da haben. Und dann ist unser Plan, dass wir mit diesem knickbaren Schlauch einfach um die Ecke gehen. Und wenn es gut läuft, am Ende sogar einen Überdruck in diesem Luftfilterkasten messen können. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, wo ich hier gerade die Filtermatte sehe. Vorher hatte ich hier so eine BMC-Filtermatte verbaut. Vielleicht erinnert ihr euch an ein Video, wo ich ein paar Luftfilter auf der Flowbench getestet habe. Da habe ich euch ja den Filter gezeigt, den ich in der Limo verbaut habe. Diesen sogenannten Tensor Race Filter. Die haben mich kontaktiert, beziehungsweise ich habe die kontaktiert und würde natürlich liebend gerne so ein Filterelement auch hier in dem Kombi fahren. Der ist aktuell in der Mache und sollte bis zum nächsten Video dann auch da sein. Perfekt. Kennst du, hast du gesehen? Weißt du, wie der aussieht? Der Filter? Nee. Das ist, das sieht aus wie so ein Honigwabengeflecht mit so kleinen Röhrchen. Und davor sitzt ähnlich wie bei dem Filter einfach nur ein Drahtgeflecht. Das heißt, die Luft strömt erst durch das Radgeflecht, welches mit Absicht schräg
zur Strömungsrichtung ist, dass möglichst viel halt drin hängen bleibt. Und dahinter kommt einfach nur dieses, ich glaube, so 20, 25 mm hohe Waben, diese Wabenstruktur, die halt die Luft für den Luftmassenmesser möglichst beruhigt. Dass die Luft quasi linear geführt auf den Luftmassenmesser tritt. Und da hatten wir ja gemessen und die besten Werte. Und deswegen will ich den Filter natürlich hier in dem Auto auch eine Möglichkeit haben. Dass wir so nochmal auf den letzten Metern das Maximum rausholen. Ja, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten noch hier die Pappschablone machen. Genau. Dann können wir das Ganze einmal Probe stecken. Und dann hoffen wir mal, dass das alles so einigermaßen passt, wie wir uns das vorstellen. Wie gesagt, wir können leider aktuell nicht allzu viele Schritte immer zeigen, weil wir aktuell improvisieren. Du musstest zwischendrin auch noch einen Bus reparieren. Jo. Das wurde ja auch ein bisschen mehr, ne? Das wurde... Aber so wie das dann bei guten Kumpels ist, den kannst du dann auch nicht im Regen stehen lassen, so, ne? Ne, was ich einmal zusage bei Freunden, das halte ich dann auch. So, aber jetzt geht's weiter. Aufwachen, René. Läuft. Seit 7 Minuten. Ja, aber halt Porn oder 4K grad? 4K. So, okay. Ich dachte, du wolltest ja mehr Porn rausmachen. Ja. So, dann kann ich jetzt ja was dazu sagen, ne? Also, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber die Kamera läuft. So. Fast wie in der Schule damals, in Basteln. einfach nur unsere Schablone. Dieses Teil wird jetzt natürlich noch aus Alu gebaut. Dann wird das Ganze rundum natürlich schön gedengelt und geschweißt. So soll das Ganze dann ungefähr am Ende aussehen. Natürlich auch noch in Schwarz, würde ich sagen. Ne? Jo. Ist schöner. Ne? Und oben ist dann unserer, in dem Fall Auslass, wo die Luft hoffentlich oben rausgeht. Kann eigentlich nirgendwo anders hin. Das Ganze werden wir am Ende noch schön abdichten, alles, dass das richtig, richtig dicht ist. Hier vorne seht ihr noch so ein bisschen, das hängt richtig tief in der Stoßstange drin. Also das ist auch hier relativ bündig alles. Und dann glaube ich, haben wir so schon ziemlich optimal das Ganze gestaltet. Ne? Mehr geht fast nicht. Ne? Ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass jeder, der bei 200 schon mal die Hand aus dem Fenster gehalten hat, weiß, was hier so bei 200 los ist. Das heißt, wir werden das Ganze auf jeden Fall auch noch ein bisschen im Auto fixieren. Weil da wird schon, glaube ich, ganz gut Luft später durchgehen. Da entsteht ein Tucken Druck, ne? Theoretisch müssten wir uns jetzt noch Gedanken machen um das Thema Wasser. Wenn wir jetzt natürlich im strömenden Regen mit der Kiste auf der Autobahn ballern, geht natürlich das Wasser genauso mit in den Luftfilterkasten. Praktisch ist mir das aber zur Sekunde erstmal egal, weil es ist eh ein schön Wetterauto. Und erstmal die Variante so testen. Ich habe schon eine coole Idee für den Regen. Da will ich aber noch nichts zu sagen, weil erstmal gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann ist der zweite Step dafür zu sorgen, dass im Regen kein Wasser reinkommt und das machen wir dann als nächstes. Jetzt montieren wir das Ganze mal Probe, um zu gucken, wo wir stehen. So Patrick, das Ganze sieht erstaunlich gut aus. Wir brauchen jetzt einfach nur einen Schlauch, um das von hier nach da zu verbinden und schon ist das Thema fast erledigt. So ein hier. Wir fangen da jetzt erstmal an mit diesen, ich nenne es eigentlich immer Belüftungsschläuchen, weil das halt gerne so für Bremsbelüftung und so weiter im Motorsport genommen wird. Und die kann man halt extrem cool in alle Richtungen knicken, formen, wie man will. Sie sind zwar strömungsmäßig, ich weiß, es wird in den Kommentaren wieder bestimmt drüber gesprochen, nicht optimal durch diese gewählte Oberfläche da drin. Ja, es ist aber schon... Aber sie halten immerhin, egal wie man ihn verlegt, okay. Haben sie immerhin den gleichen Querschnitt immer. Ja, das stimmt. Durch diesen Draht, der da oben laufend ist. Ne? Wir haben auch schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Jetzt werden viele sagen, natürlich hat das keinen Sinn, unten Luft reinzudrücken, wenn sie oben durch die Originalansaugung wieder rauskommt. Deswegen haben wir schon die Seite verschlossen. Und hier seht das auch, zum Radhaus hin war eine Original auch eine Öffnung. Das heißt, wenn wir das Ganze zusammen haben, ist das Ganze wirklich 100% luftdicht und die Luft kann nur unten rein und wird direkt in den Motor gedrückt. Das Ganze werden wir am Ende auch irgendwie überprüfen. Ich denke mal, wir werden uns irgendwie
eine kleine Ladedruckanzeige irgendwo hin machen. Der erste Sauger mit einer Ladedruckanzeige quasi. Und da bin ich mal gespannt, ob hier wirklich ein Überdruck später irgendwie bei 200 oder 250 messbar ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sollten wir das hinbekommen, dass da später 0,1 oder 0,2 Bar stehen, ist da glaube ich schon ganz gut was mit gewonnen. Ja. Ich würde tippen, auf den Motor 0,1 Bar oben drauf sind garantiert gleich 40 PS, 30, 40 PS. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauhaus sagen. Könnte. Schauen wir mal, ne? So, jetzt will ich meine Schlauch nochmal anstecken. So, sehr schön. Das gefällt mir doch irgendwie. Also optisch würde ich sagen, sind es auf jeden Fall gleich 50 PS mehr. So, wir haben jetzt hier einen 90er Querschnitt. Das sind 90 mm. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Mischung. Natürlich würde da noch mehr gehen, aber so ist das auf jeden Fall erstmal alles umsetzbar. Am Ende kommt hier natürlich eine Schelle drum, unten kommt eine Schelle drum, dass das Ganze schön luftdicht ist. Dann kommt der andere Luftfilter zum Einsatz. Ne? Und dann würde ich sagen, haben wir das Thema Ansaugung auch relativ einfach umgesetzt. Ne? Mhm. Bist du zufrieden? Das sieht sehr gut aus. Ne? Am Anfang haben wir ja doch ein bisschen Platzprobleme gehabt. Mhm. Und ich denke auch, es ist optimal, dass wir dieses originale Luftleitblech einfach weiterverwenden, ne? Weil bis wir dieses Teil irgendwie neu geformt hätten und so. Ja, das wäre zu viel gewesen. Wäre zu viel, ne? Ich finde es auch, ich muss wirklich sagen, nach und nach bekomme ich wieder richtig Lust an dem Auto, ne? Dafür, dass wir ja eigentlich nur den Motor tauschen wollten, ne? Als ich das Auto im Januar hergebracht habe, hieß es eigentlich, Patrick, tausch mal Motor, ne? Was steht da? Jetzt haben wir April, aber jetzt haben wir doch einiges geschafft, ne? Ja. Kupplung, Krümmer, Ansaugung. Geil. So, ich nehme das mit, baue unten den Kasten fertig, dass wir im nächsten Video eine fertige Ansaugung haben. Jetzt müssen wir noch den Auspuff fertig bauen. Die Hosenrohre, genau. Genau, ihr erinnert euch, wir hatten den Auspuff bisher nur bis Höhe Getriebe ungefähr gezogen. Jetzt müssen wir noch die Verbindung zum Auspuff machen. Und noch zwei, drei Kleinigkeiten. Und mit ganz viel Glück, würde ich sagen, können wir im nächsten Video schon eine Probefahrt machen, ne? Hoffe ich. Hoffst du, ne? Der Auspuff ist schon fertig. Ja, ja, also ich meinte nur die Verbindung zum Auspuff, ne? Ja, es ist schon fertig. Ist schon fertig? Komm, ich zeig dir mal. Da warst du ja richtig fleißig. Ja. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt die Männervariante vom Auspuff. Ich glaube, wenn wir so durch Hannover fahren würden, würden wir das, glaube ich, genau einmal machen. Die Raumlampe kam runter. Nee, die Haube kam runter. Weil die Lampe zu schwer war? Oder gezogen hat? Nee. Die Haube ging nur zu. Warum auch immer. Schneid's raus. Ja, hier ist der besagte Teil, den Patrick jetzt noch bauen muss. Einfach nur hier mit Bogen an den Auspuff. Ganz einfach. Ganz einfach, ganz schnell und links. Wir reißen die Kiste jetzt zum Anschluss einmal an. Mal gucken, wie das klingt. Ich denke mal, wir können das mit dem Mikrofon eh nicht einfangen. Und dann sind wir auch wieder weg, damit du weitermachen kannst. Okay. An der Stelle, denk dran, am Freitag ist wieder der erste Freitag im Monat und wir bei Alus haben lange auf, kommt vorbei, es wird auf jeden Fall geil. Bis Freitag. Ciao.